Die Hexenwunde ist eine der tiefsten Wunden von uns Menschen. Und ich sage bewusst Menschen und ich sage nicht Frauen, weil auch die Männer waren in früheren Inkarnationen manchmal Frauen. Deshalb ist die Hexenwunde etwas, was wir alle heilen dürfen in uns. Was es damit auf sich hat und wie du jetzt in dieser neuen Zeit die Hexenwunde optimalst heilen kannst, um wirklich tiefgehende Veränderungen in dir zu spüren, das erfährst du in diesem Video. Ich habe in meinem Video schon öfter über die Hexenwunde gesprochen und die Zuschauerzahl waren 97% Frauen, weil die Männer gleich abgeschaltet haben und sich damit nicht identifizieren wollten. Doch solltest du ein Mann sein, bleib auch hier bei diesem Video, denn du kannst dich heilen, du kannst auch deine Partnerin und andere Frauen heilen durch diese Tipps, die ich dir gleich geben werde. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann trag dich jetzt in meinen YouTube-Kanal ein, aktiviere das Klingelzeichen und vor allem hier unten drunter bekommst du kostenlos mein Orakelkartenset der Intuition. 16 Karten, die ich kreiert habe, damit du deine Intuition trainieren kannst und vor allem eben Inspiration für dein tägliches Leben bekommen kannst. Ich schenke dir dazu außerdem einen Videokurs und ein Booklet mit intuitiven Botschaften zu jeder einzelnen Karte. Also hol es dir gleich. Eines der meist diskutiertesten Themen in meinem Buch Intuition, dein Powertool, war auch die Hexenwunde, über die ich geschrieben habe. Schämst du dich vor anderen, dein Kartenset auszupacken? Oder hast du vielleicht Probleme, wirklich offen über deine spirituellen Empfindungen und Erfahrungen in einer Gruppe zu sprechen? Das beruht auf der Hexenwunde. Du hast Angst, wenn du darüber sprichst, wenn du etwas zeigst, was aus deinem Inneren kommt, aus deinen Kräften kommt, dass du dafür verurteilt wirst, dass du vielleicht auch ausgegrenzt wirst. Und vielleicht ist es dir auch schon mal aufgefallen, dass viele darüber schmunzeln, wenn du darüber sprichst, obwohl du eigentlich fühlst und spürst, dass derjenige innen drinnen genauso denkt wie du oder zumindest eine Offenheit dafür hat. Das kommt aus der Tatsache heraus, dass früher, wenn du zu den sogenannten Hexen gehalten hast, mit an den Pranger gestellt wurdest und auch verurteilt wurdest. Die Hexenwunde kommt eben aus dem früheren Mittelalter. Es hat es schon viel früher gegeben, aber wir beschränken uns jetzt hier erstmal aufs Mittelalter, wo Frauen, die einfach ganz besondere Fähigkeiten hatten, ja, sehen konnten, heilerische Fähigkeiten haben, die Heilerhexen sozusagen verurteilt wurden, meistens von der Kirche. Ja, die Kirche wollte nicht, dass irgendjemand das gezeigt wird, dass andere Menschen Kräfte haben, sondern dass nur sie das einzige Machtpotenzial besitzt. Warum? Wissen wir, habe ich auch schon in anderen Videos oftmals davon erzählt, weil sie dadurch Macht, Geld ausüben konnten und da bekommen konnten und dadurch Menschen unterdrücken konnten. Anderes Thema. Aber dadurch, dass eben in früheren Zeiten, wenn man ja spezielle Fähigkeiten oder einfach seine eigenen Fähigkeiten, die wir alle in uns tragen, in der Größe gezeigt hat und darüber gesprochen hat, wurde man früher einfach dafür verurteilt. Entweder wurdest du verurteilt, ja, oder eben deine geliebten Menschen wurden auch umgebracht, weil sie eben ihre Größe gezeigt hatten. Und wir sprechen hier nicht über eine kleine Anzahl, wir sprechen hier über Milliarden von Frauen, die damals verbrannt wurden auf den Scheiterhaufen. Und auch schon viel früher, und jetzt komme ich noch zu früheren Zeiten, Priesterinnen, die offen einfach ihr Matriarchat auch gelebt haben, ihre Kraft, ja, auf ihren Thron gesessen sind, ja, ihre Krone gehabt haben, Krone, damit meine ich ein geöffnetes Scheitelchakra gehabt haben, um die Verbindung mit der Quelle zu haben, um Informationen zu bekommen. Davon kommt, richte dein Krönchen auf, ja. Streck deine Fühler wieder aus ins Universum, erkenne, wer du bist. Und auch diese Frauen, diese Priesterinnen, wurden einfach damals von dem Patriarchat, also von verschiedensten
machtvollen Männern, aggressiven Männern vertrieben bzw. umgebracht oder mussten anschauen, wie eben ihre Liebsten ermordet wurden. Und hier sitzt ein ganz, ganz großer Schmerz in allen von uns. Also auch in den Männern, weil Männer waren auch in früheren Inkarnationen mal Frauen. Also jeder Mann war vielleicht auch mal früher so eine Hexe, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und trägt diesen Seelenanteil in sich. So, und hier ist ein tiefer Schmerz verwurzelt, der die meisten Menschen davon abhält, wirklich in ihre Größe zu treten oder so gebrandet wurde in sie, dass sie sich jetzt noch immer geißeln, weil sie sich schuldig fühlen für ihre eigene Größe, für ihre eigene Stärke. Und das sieht man, wenn man in die Gesellschaft blickt, wie leicht sich Menschen versklaven lassen und wie leicht sie einfach der Herde nachlaufen, ohne wirklich ihre intellektuellen Fähigkeiten einzusetzen, um über den Tellerrand hinauszublicken, weil sie einfach Angst haben. Sie haben Angst, verstoßen zu werden. Sie haben Angst, wieder zu verbrennen. Und ich fühle, dass es in der jetzigen Zeit besonders wichtig ist, dass wir ein Augenmerk auch nochmal auf die Hexenwunde legen, um sie zu heilen. Nun, wie können wir das anstellen? Der erste Punkt, der hier wichtig ist, um das Ganze zu heilen, ist natürlich darüber zu sprechen, Dinge aufzudecken. Weil wenn du darüber sprichst, kommt es an die Oberfläche. Und all die Schuld, die Scham, die hier auch da drinnen sitzt, ja, weil du verletzt wurdest, ja, weil du klein gehalten wurdest, die vielleicht Tränen, wo du dich jetzt schämst, vielleicht, dass die mal nach draußen kommen, all das darf einfach angeschaut werden und darf auch wieder gefühlt werden. Also wenn du gerade dich berührt fühlst, lass die Tränen laufen. Das bringt ganz viel Heilung hier auf allen Ebenen. Nicht nur für dich, sondern für die vielen Frauen und die vielen Männer. Der zweite Schritt, ganz wichtig, ist, sich nicht darauf auszuruhen. Ja, nur weil etwas so geschehen ist, weil hier eine Verletzung, ein Schmerz passiert ist, heißt es nicht, dass du jetzt nicht deine Lebensaufgabe wieder in die Hand nimmst und deine Vision hier auf dieser Erde lebst. Gerade im Gegenteil solltest du mehr denn je deine Vision, deine Einzigartigkeit hier auf dieser Erde leben, weil es gebraucht wird, weil du dadurch dann ja wieder eben dein Krönchen aufrichtest und wieder eben zeigst, du darfst deine Größe leben, du darfst diese innere Kraft leben, du darfst deine spirituellen Fähigkeiten, deine intuitiven Fähigkeiten leben. Das heißt, suche mehr denn je, warum bist du hier, was ist deine Vision, was ist deine Einzigartigkeit, weil dadurch verknüpfst du dich mit deiner Kreativität und mit der Quelle, weil sobald du suchst, warum du hier bist, sobald du diese Frage stellst und sobald du eben deine Vision hier findest, deine Talente, Potenziale auch dann teilst mit dieser Erde, bist du in deiner Größe und all dieser Schmerz kann gleichzeitig transformiert werden, ja. Und du lebst es dann, strahlst es aus und damit gibst du anderen Frauen und Männern die Möglichkeit, auch diese Größe wieder zu leben. Der dritte Punkt an dieser Stelle sind natürlich Sister Circles, ja, also Circles in Schwesternschaft, wo du dich austauschen darfst, wo du einfach wieder spürst, du darfst so sein. Darum gibt es das rote Zelt, wo Frauen zusammenkommen, sich verbinden in Schwesternschaft und sich gegenseitig auch wieder erheben. Hast du Interesse daran, hinterlass mir das unten im Kommentar und vor allem trag dich in meinen Newsletter ein. Ich werde bald dahingehend einen wunderschönen Circle eröffnen und wenn du da dabei sein möchtest, ja, wirst du in meinem Newsletter als allererstes informiert. Also hol dir das Orakelkartenset oder die Intuitionschallenge und dann bist du in meinem Newsletter drin. Der vierte und mitunter auch wichtigste Punkt ist, dass du anfängst, wirklich deine Gebärmutter wieder zu heilen, Womb Healing zu machen. Ich habe dazu auch hier auf meinem YouTube-Kanal eine wundervolle Meditation dazu. Und was es heißt, ist, dass du die Quelle deiner Kraft, ja, das liegt bei uns Frauen im Unterleib, auch wieder in die Heilung bringst. Bist du jetzt ein Mann, der zuschaut,
kannst du auch eine Warm Healing Session auf energetische Art und Weise machen, ja. Denn auch wenn du in dieser Inkarnation ein Mann bist, ja, darfst du die, klingt vielleicht jetzt komisch, aber darfst du eine Warm Healing Session mitmachen, indem du dir einfach energetisch vorstellst, dass hier deine Gebärmutter ist, ja, was so viel heißt, im übertragenen Sinne, ja, im übertragenen Sinne, nicht falsch verstehen, du bist ein Mann hier in dieser Inkarnation, bleibst auch ein Mann, aber im übertragenen Sinne, dass du eben deinen weiblichen Anteil auch integrierst, weil das ist die Botschaft der Quelle, dass wir das Männliche und Weibliche wieder in uns vereinen dürfen, in die Vereinigung kommen, weil nur dadurch können wir wirklich freien Willen haben, nur dadurch sind die Zellen in uns, ja, in der Verbundenheit und nicht gegeneinander. Und deshalb ist es eben eine wundervolle Arbeit, auch für alle Männer, hier auch für sich eine Warm Healing Session mal mitzumachen und sich nicht dagegen zu sträuben, sondern das zu integrieren. Und ich spreche hier, bitte nicht falsch verstehen, ja, ich spreche hier nicht in Bezug auf die Agenda, die gerade läuft, sondern ich spreche hier auf eben das, um was es letztendlich geht, um die Integrierung von dem männlichen und weiblichen Anteil, Energieanteil in uns, dass die Frau ihren inneren Geliebten wieder zu sich nimmt und der Mann seine innere Geliebte wieder in sich integriert, damit er überhaupt fähig ist zu lieben, damit er überhaupt fähig ist, ja, eine bewusste Partnerschaft auch zu leben. Hast du es noch nicht gemacht, dann abonniere meinen YouTube-Kanal und vor allem hinterlasse mir sehr, sehr gerne einen Kommentar, was du darüber fühlst, was dir vielleicht auch noch für Inspirationen kommen. Und wir sehen uns gerne in meinem Newsletter. Da gibt es unzensierte Botschaften. Da kann ich auch noch über andere Dinge sprechen. Mache ich auch. Und es gibt auch immer wundervolle Termine zu verschiedensten internen Webinaren, auch kostenlosen internen Webinaren, die ich gebe. In großer Liebe und Dankbarkeit, deine Jacqueline.